Die passen die Institute auf, die kriegen das dann und dann nachher sagt die Politikerin, alle meine Gutachten sprechen die gleiche Sprache, alle sagen, CO2 ist schädlich. Also und kein Wissenschaftler, sondern ein gekaufter Huro. So. Ich versuche mal weiterzumachen, bevor wir in der Diskussion ablaufen hier. Die Frage ist, wo müssen wir nach Öl suchen, wenn, wie bekannt, Gas leichter ist als Öl und Öl leichter als Wasser ist. Also das Öl schwimmt auf dem Wasser und oben drauf. Ja. Wo müssen wir jetzt nach Öl suchen? Dann gehen wir doch mal kurz auf die Suche. Ja? Ich meine, da kann man sogar noch sich eine goldene Nase verdienen. Schauen wir mal diese NASA-Karte an hier. Die zeigt ja, wo denn überall die Erde auseinanderdriftet. Das ist hier rot gezeichnet, wo wir Subduktion haben, ist blau gezeichnet. Ist auch genau eingezeichnet, wie viel Zentimeter, 3,5 Zentimeter im Atlantik. Und hier drüben sind 13 sogar im Pazifik. Sie sehen, die Erde wächst, 19 Zentimeter im Schnitt. Am Äquator im Jahr wächst sie sozusagen, wie immer, das ist ein eigener Film. Der Franz Fitzke vom ZDF gedreht hat, den kennen Sie vielleicht, der ist auch da hinten. Ich freue mich, dass der Franz Fitzke da ist und von der Umweltredaktion. Und es geht also, wie gesagt, darum, wenn die Erde wächst, dann muss irgendwo die Masse herkommen. Also kann die nur eingestrahlt werden. Meine Hypothese ist, dass ich davon ausgehe, dass Neutrinostrahlung eingesammelt wird, nachdem man ja am Tag doppelt so viel nachweisen kann wie nachts. Man streitet heute noch darum, was da passiert, aber wie gesagt, die Wechselwirkung, das darfst du ja nach den Gesetzen der Physik sowieso nicht. Denn die schwache Wechselwirkung erklärt das ja nicht. Also ein Problem hat die Physik sowieso. Aber sie überlegen jetzt, ob sich die Teilchen irgendwie gewandelt haben oder ob sie absorbiert worden sind. Das ist auch gut so. Dann vielleicht kommen wir da auf der Sache mal näher. Nur, wenn das eine Tatsache ist, dass die Erde wächst, dann müssen wir uns mit Hilgenberg beschäftigen, der eben gezeigt hat, dass wenn der Radius sich verändert,